Und auf einmal hat sie in 2 Wochen 3 Kilo zugenommen und Muskeln aufgebaut dazu. Mich würde einfach mal interessieren, wie du zu veganer, vielleicht vegetarischer Ernährung stehst und zu einem gewissen gesunden Fleischkonsum. Ich denke auch nicht, also ich denke, es ist utopisch zu sagen, dass die ganze Welt irgendwann vegan sein wird. Ich sage nur, dass es mehr wird. Wenn Fleisch bei Aldi so günstig oder günstiger ist als Hundefutter, Dicker, da kann doch was nicht stimmen. So, sei mal ehrlich, da kann doch... 85% der Fitness-Supplements sind meiner Meinung nach wirklich unnötig. Sind einfach wirklich Geldverschwendung. Was ist so eine goldene Regel? Gibt es eine Grundregel, an die sich jeder halten kann? Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Sebastian. Herzlich willkommen bei Sebastian trifft Menschen. Heute treffe ich André. André ist Ernährungscoach. Wir klären heute alle möglichen Fragen rund um Ernährung und gesundes Leben. Zum Beispiel, alle Ernährungsmythen werden wir aufdecken. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob Supplements, ob die gut oder schlecht sind? Sind sie vielleicht sogar schädlich? Braucht man die? Und wie ist das mit zu viel Zucker, zu viel Salz, Veganismus? Ist Fleisch wirklich so schädlich, wie alle denken? All diese Fragen werden wir heute klären. Es wird sehr, sehr spannend. Ich freue mich sehr auf dieses Interview. Und das ist unser Gast. André, willst du dich kurz vorstellen? Ja, Sebi, danke, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich muss auch erstmal nochmal sagen, ich liebe das Konzept sehr. Also ich finde das echt cool, mal so hinter die Kulissen zu schauen. Habe ich dir aber auch schon sehr oft gesagt. Vielen, vielen Dank. Zu mir, also ich heiße André. Manche kennen mich ja mit Sicherheit schon. Und ich bin Ernährungswissenschaftler und Ernährungscoach. Und seit so einiger Zeit mache ich das auch online. Das heißt, ich bin von offline nach online gewechselt, weil ich gemerkt habe, dass ich da den Leuten, in dem Fall meiner Zielgruppe, halt viel besser helfen kann. Sehr, sehr cool. Das heißt, wenn ihr auch Fragen persönlich habt zu André, wir werden hier sein Profil verlinken. Also geht gerne auch auf sein Profil, fragt ihn Sachen zur Ernährung, zu gesundem Leben, alles, was damit zusammenhängt. Darüber hinaus kann man vielleicht noch sagen, wir kennen uns schon länger. Wir sind seit einer gefühlten Ewigkeit befreundet. Und ich dachte einfach, diese Fragen rund um Ernährung, alles, was damit zusammenhängt, ist im Grunde genommen, betrifft es uns alle. Das heißt, wir wollen uns alle irgendwie gesund ernähren. Wir wollen nicht nur lecker essen, sondern am besten auch etwas zu uns nehmen, was gut für uns ist. Und gerade in Sachen Ernährung, da gehen die Meinungen stark auseinander. Und ich glaube, es wird sehr, sehr spannend sein, heute mal einige Mythen zu klären. Da kommen wir zur ersten Frage. Die Frage Nummer 1 ist, was ist eigentlich ausgewogene Ernährung? Das ist natürlich eine sehr große Frage. Ja, Ernährung, da muss man halt immer schauen, wenn man sich so die Gesellschaft mal anguckt. Es gibt da sehr krasse Extreme. Auf der einen Seite gibt es die Leute, die fast schon fanatisch sich mit gesunder Ernährung auseinandersetzen und alles optimieren wollen, in diesem Selbstoptimierungswahn bezogen auf Ernährung sind, die auch denken, dass sie alles mit der Ernährung lösen kann, jede Krankheit und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite siehst du ganz oft Leute, die sich damit gar nicht beschäftigen. Für die ist das so ein riesiges, großes Fragezeichen. Die ernähren sich dann von Fastfood, ungesundem Essen. Ich meine, jeder kennt so Leute. Und das sind aber auch dann oft die Leute, die bei jeder Erkältung zum Arzt rennen und sich Antibiotika holen lassen, was in sich schon sinnlos ist, weil Virus, Antibiotika gegen Bakterien macht keinen Sinn. Mhm. Nur so als Beispiel. Also das ist ein ganz großes Feld. Wenn du fragst, was eine ausgewogene und gesunde Ernährung ausmacht, Vielleicht da eine kurze Zwischenfrage. Ist eine ausgewogene Ernährung gleich eine gesunde Ernährung? Oder anders gefragt, ist eine gesunde Ernährung gleich eine ausgewogene Ernährung? Ich würde sagen, in 80% der Fälle schon. Ja. Ausgewogen, was verstehe ich unter ausgewogen? Das ist, wenn man, ich meine, kennst du die DGE? Kennen manche bestimmt, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Mhm. In mancherlei Hinsicht finde ich die Ansätze, die haben gut, so 80%. Manches ist ein bisschen veraltet, vor allem, wenn wir da später noch drüber reden, was Veganismus und so weiter angeht. Mhm. Aber die haben so Grundregeln aufgestellt, was eine ausgewogene Ernährung ausmacht. Da gibt es so eine Pyramide, da gibt es so einen Kreis, einen Ernährungskreis. Und so Sachen wie, dass du die Regel 5 am Tag heißt das. Ja, dass du sowohl Obst und Gemüse 5 am Tag isst zusammen. Und einfach darauf achtest, dass ein Großteil deiner Ernährung pflanzlichen Ursprungs ist, auch wenn du jetzt nicht Vegetarier bist. Das gilt auch für Fleischesser. Ausgewogene Ernährung heißt, dass du sowohl deine Mikronährstoffe als auch deine Mineralstoffe auf die Woche gesehen, sage ich jetzt mal, immer wieder triffst. Das heißt nicht, dass du jeden Tag da immer deine Sollwerte erreichen kannst und wirst. Das klappt einfach nicht, das ist realitätsfern. Vielleicht nochmal kurz für die Leute, die das nicht wissen, was sind denn die sogenannten Mikronährstoffe? Mhm. Und was hast du noch gesagt?
Mineralstoffe, genau. Genau, Mineralstoffe. Also manche kennen das vielleicht, manche nicht. Grundsätzlich Makronährstoff ist das, was wir als Proteine, Fette, Kohlenhydrate bezeichnen. Mhm. Alkohol gehört sogar auch noch dazu, wissen vielleicht gar nicht so viele. Und die Mikronährstoffe ist alles, was wir unter wasserlöslichen und fettlöslichen Vitaminen verstehen. Ja, also, die fettlöslichen Vitamine sind zum Beispiel A, D, E und K. Ja. Vitamin D kennen wir alle vom Sonnenlicht. Vitamin K ist für die Blutgerinnung zuständig und so weiter und so fort. Und Mineralstoffe ist alles, was wir, also und Spurenelemente gehören auch noch dazu, alles so was wie Zink, Magnesium, Selen. Ja. Mhm. Und man merkt schon, das ist viel. Ja. Und wenn du jetzt überlegst, ja, aber ich esse doch einfach normal, so komme ich jetzt auf alles, da machen sich viele Leute Gedanken. Und da muss man, und das gehört zur ausgewogenen Ernährung, auch zum gesunden, zu so einer gesunden Einstellung demgegenüber auch dazu, dass du oder weißt, dass der Körper sehr gut sich autoregulieren kann. Ja. Nur weil du den und den Nährstoff, das und das Vitamin nicht täglich zuführst, heißt das nicht, dass du schnell einen Mangel hast. Mhm. Das ist immer so ein Langzeitding. Okay. Was genau ist denn so, also es ist ja immer so die Frage Zucker und Fett. Ich habe mich hier auf in Vorbereitung auf dieses Interview habe ich mich sehr damit beschäftigt, was man so im Allgemeinen liest. Es gibt viele Dokumentationen, gerade auch auf Amazon Prime, Netflix. Viele Fakten, ich nenne sie mal Fakten, sind sehr, wie soll ich sagen, alternativ. Also die einen sagen das und glauben, das ist die Wahrheit und die anderen sagen wirklich das Konträr und glauben, das eine ist die Wahrheit. Das fängt schon beim Frühstück zum Beispiel an. Also wenn du dich erkundigst, wie du dich gesund ernährst, du hörst ganz viele verschiedene Dinge. Die einen sagen zum Beispiel, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag, die sollte so nährhaft wie möglich sein und am besten so früh wie möglich und viel. Es gibt aber auch Meinungen, die gehen ganz ins Gegenteil und sagen, am besten frühstückst du gar nicht. Das heißt, du hörst so viel von sogenannten Ernährungsexperten. Und das wird dann auch immer, die können dann auch alles irgendwie ja auch belegen mit irgendwelchen Studien und irgendwelchen Fakten und so weiter. Man wird eigentlich total verrückt. Du weißt eigentlich am Ende gar nicht mehr, wenn du dich damit beschäftigst, was eigentlich im Endeffekt gesund ist. So, wie gehst du damit um als Coach? Also was sind am Ende des Tages eigentlich die Fakten? Ich sehe das so. Man muss das Ganze ein bisschen, also es ist ein ganzheitliches Konzept. Und Leute, die versuchen, gewisse Regeln und Low Carb und so weiter dir aufzureden, die vernachlässigen meiner Meinung nach, dass das viel zu groß ist, um es zu vereinfachen. Mhm. Du kannst etwas so Komplexes nicht so vereinfachen, dass du es auf gewisse 3-4 Regeln runterbrechen kannst, dass Low Carb gut ist zum Beispiel. Mhm. Gehen wir mal auf Low Carb ein, beispielsweise. Ja, wenn du jetzt sagst, du ernährst dich Low Carb, was bedeutet das? Das heißt, dass du relativ wenig Kohlenhydrate verhältnismäßig isst. Und dass, wenn du noch weniger Kohlenhydrate essen würdest, dann würde man das Keto nennen. Ja, ketogen, das heißt, dass du nur noch die Mindestanzahl an Kohlenhydraten, die der Körper fürs Gehirn braucht, 30 Gramm sind das, glaube ich, zu dir nimmst, und dann geht der Körper in die Ketose. Das ist aber ein anderes Thema. Das Problem, was ich dabei sehe, wenn du dir das jetzt wie einen Kreis vorstellst, die Makronährstoffe, ja, wie so prozentuale Anteile. Du hast die Kohlenhydrate, die machen einen etwas größeren Teil normalerweise aus, die Fette und die Proteine. Mhm. Ja, das setzt sich wie so ein Kreis zusammen. In dem Moment, wo du jetzt Low Carb, High Fat gehst, ist ja das logische Schlussfolgerung, wenn du Low Carb bist, musst du mit den Fetten hochgehen, dann musst du dir angucken, was sind denn Fette? Ja, Margarine ist ein Fett, Fritteusenfett gibt es, Leinöl, das sind alles Fette, aber die können unterschiedlicher nicht sein. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo du sagst, Low Carb ist gut und gesund und bringt dich irgendwo hin, ist es halt erstmal eine komplette Aussage, die man hinterfragen muss, weil es kommt immer darauf an, was du dann für Fette zu dir nimmst. Und grundsätzlich, egal welches Ziel du hast, ob du abnehmen willst, deine Kalorien halten willst, also dein Gewicht auch halten willst, oder ob du zunehmen möchtest, kannst du das sowohl Low Carb als auch High Carb, das ist nicht wichtig. Was ich empfehle, was eigentlich auch wissenschaftlich so der sinnvollste Weg ist, die sinnvollste Herangehensweise, ist zu sagen, leg ein Minimum fest an den Makronährstoffen. Okay. Zum Beispiel, geh nicht unter 40% Kohlenhydrate, geh nicht unter 20% Fette und geh nicht unter 10% Protein für Nichtsportler. Wie kann man denn sowas tracken? Also ist das wirklich so, dass du immer auf der Packung hinten lesen musst, okay, ich habe jetzt irgendwie 100 Gramm davon zu mir genommen, davon sind so und so viel Prozent Fett, so und so viel Prozent Kohlenhydrate. Macht man das so? In dem Moment, wo du sagst, mindestens so viel, beziehungsweise geh nicht unter so und so viel, machst du es dir insofern leicht, dass du allein durch deinen gesunden Menschenverstand, wenn du Sachen dir kaufst, ungefähr abschätzen kannst. Ja, wenn du Reis
vor dir liegen hast und Obst und so weiter, dann weißt du, okay, das sind meine Kohlenhydratquellen. Wenn du merkst, du hast ungefähr doppelt so viele Kohlenhydratquellen, ganz nur geschätzt, ja, nur ganz, wenn du da einfach drüber guckst, siehst du es ja ungefähr. Mhm. Als Fettquellen zum Beispiel, dann weißt du ungefähr, das stimmt im Verhältnis. Und da kommt es auf keine Prozentzahl, es kommt nicht auf eine Prozentzahl an. Du kannst es nicht so vereinfachen. Ist denn dann sowas wie Zucker zum Beispiel, was ja verteufelt wird, oder auch Fett, niemand will Fett. Also, du kennst diese ganzen Produkte irgendwie, Coca-Cola Zero, dann was weiß ich, hier 0% Fett in unserem Produkt und diese ganzen industriell hergestellten, ja, Lebensmittel, die es ja mittlerweile en masse gibt, alle werben damit. Das ist ein großer Marketing-Coup so im Endeffekt. Ne? Kein Zucker, kein Fett. Ist es denn, du sagst ja, wir brauchen es ja doch im Endeffekt. Wir brauchen ja Fette. Wir brauchen auch einen gewissen Zuckerhaushalt auch in unserem Körper. Was hältst du denn von dieser ganzen, von diesem Hype von wegen kein Fett, kein Zucker? Schau mal, es ist eine Industrie. Ja? Wie du schon gesagt hast, da stehen riesige Konzerne hinter, die damit Geld verdienen. Und jetzt hast du Leute, du musst gucken, welche Leute greifen auf sowas zurück, auf so zuckerfreie Produkte. Ich will nicht alle in eine Schublade stecken, aber oft sind es die Leute, die immer Probleme mit ihrem Gewicht haben und die sagen, ja gut, dann trinke ich meine Cola Zero, die schmeckt wenigstens so ähnlich und ich tue was Gutes. Das ganze Fundament an Wissen, an Ernährung und so weiter, was die eigentlich bräuchten, um wirklich langfristig ihr Ziel zu erreichen, vernachlässigen die damit und die gucken sich nur die Spitze vom Berg an, indem die so ein paar Produkte dann zuckerfrei kaufen. Mhm. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich sage auch nicht, dass die Süßstoffe da drin alle schlecht sind und krebserregend, weil so ist es nicht. Aber es ist einfach gesünder, wenn du, sage ich jetzt mal, vor allem Wasser und Tee und was weiß ich was trinkst. Ja. Würdest du im Endeffekt dann sagen, die Masse macht das Gift? Weil ist es nicht genau das eben, wenn wir übermäßig Zucker konsumieren, dann macht uns genau das krank. Wenn wir übermäßig Fett konsumieren, dann ist genau das das Schädliche. Wenn wir aber alles in Maßen zu uns nehmen, dann ist doch gerade das eigentlich der richtige Weg, oder? Die Menge macht das Gift und du musst gucken, was ist überhaupt giftig und was nicht. Weil, was ich jetzt schon mal sagen kann, vielleicht die Begrifflichkeit, dass man sagt, Lebensmittel sind per se nicht gut oder schlecht, das kennt man vielleicht. Und das stimmt auch so. Es gibt keine guten und schlechten Lebensmittel, es gibt aber gute und schlechte Ernährungsweisen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und in dem Moment, wo du dir bewusst bist, dass dein Körper Fette braucht und dass du dir auch darüber bewusst bist, wo habe ich denn meine Omega-3-Quellen? Und wo habe ich vielleicht zu viel Omega-6, was entzündungsfördernd ist und gefäßverengend ist, wo du so ein bisschen den Überblick behältst und nicht ganze Makronährstoffgruppen verteufelst, das ist kompletter Schwachsinn. Zumal du ja gerade eben auch gesagt hast, dass es Vitamine gibt, die nur in Verbindung mit Fett sozusagen ihre Wirkung entfalten im Körper. Genau. Jetzt bist du ja Ernährungscoach und was ist so die größte Schwierigkeit, wenn du mit deinen Klienten sprichst? Ich glaube, es ist ja nicht nur das Wissen. Es geht ja nicht nur darum, den Leuten das Wissen zu vermitteln, sondern irgendwo muss es ja auch umgesetzt werden im Endeffekt. Es ist so, also erstmal vielleicht, damit die Leute wissen, was ich eigentlich mache. Ich bin ja Ernährungscoach und habe mich spezialisiert auf eine relativ kleine Nische eigentlich, weil ich damit selber früher Erfahrungen machen musste. Und zwar für Frauen, die sehr dünn sind, sehr untergewichtig sind, vielleicht sogar eine Essstörung haben, Anorexie und so weiter, die Probleme haben zuzunehmen. Ja, weil ich kannte das von mir selber. Ich war ja sehr, sehr, sehr dünn früher und wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe gefühlt viel gegessen, aber es hat nicht geklappt. Es hat nicht angesetzt, wie man so schön sagt. Also das ist, damit man erstmal ungefähr weiß, mit was beschäftige ich mich. So, und jetzt sehe ich halt so, wenn ich halt, wie gesagt, ich mache es ja online und sehe meine Zielgruppe in Internet-Funnels und so weiter auch oft online. Was ich oft sehe, wenn sich die Leute in Foren oder so austauschen, dass jeder so ein Stück vom roten Faden hat, aber nicht den gesamten roten Faden, weißt du? Der hat hier das Stück, die hat das Stück und die Leute sind verwirrt, was sie machen sollen, was nicht. So gefährliche Halbwissen. Halbwissen, ja. Und Sachen mal aufgeschnappt, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. So. Und da, deswegen würde ich sagen, 40% ist das Wissen, was den Leuten fehlt, was ich vermittle. Und ganz viel ist auch die psychische Komponente, ja, die Disziplin, auch am Anfang, bis man so mal eine Gewohnheit aufgebaut hat, so 90 Tage, weil ich arbeite mit meinen Kunden ja auch langfristig, also in der Regel schon 3 Monate. Das ist nämlich auch genau die Zeit, wo du eine Habit, eine Gewohnheit aufbaust. Ja? Und das ist super wichtig. Auch, dass ich über die Finger gucke und die so ein bisschen accountable halte, so ein bisschen den immer wieder die, wenn die vom Kurs leicht abkommen, das immer wieder leicht korrigiere. Ja, du kennst vielleicht die Metapher von dem Flugzeug, das immer leicht vom Kurs abkommt und immer wieder leicht um ein paar Grad
die Flugrichtung wieder korrigiert und dann kommt es ans Ziel. Und du bist der korrigierende Part sozusagen. Genau, der da so drüber guckt. Und du hilfst den Leuten dann auch, ihre Disziplin zu halten. Wie macht man das denn am besten? Wie hält man denn, wenn man weiß, wie man sich zu ernähren hat? Das ist ja schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, jetzt musst du diese Disziplin halten. Was ist denn der beste Weg, um diszipliniert, gesund Essen zu sich zu nehmen? Es ist so, man muss erstmal so ein bisschen seine eigene Psychologie verstehen. Man muss verstehen, was hält mich davon ab, dran zu bleiben. Und dann merkst du oft, dass das Umfeld eine Rolle spielt. Ich nehme mal ein Beispiel, ohne jetzt natürlich einen Namen zu nennen. Aber ich habe eine Kundin, die ist verheiratet. Und es war einfach seit 10 Jahren üblich, dass die gekocht hat abends und der Mann mitgegessen hat. Jetzt sage ich ihr, schau mal XY, du bist so, wie du jetzt gerade da bist, isst du nicht genug Kalorien, du musst das und das ändern. Und dann kommt das Problem hoch, dass wenn sie einen Topf hat mit Nudeln beispielsweise, ich nehme einfach ein Beispiel, und die essen dann, die ganze Familie isst von diesem Topf, wie will sie wissen, wie viel sie davon isst? Die kann es ja nur nach Gefühl machen. Ihr fehlt der Überblick. Und so banale Sachen, wie ihr dann zu sagen, schau mal, du musst 2 Töpfe nehmen, du musst getrennt kochen, auch wenn das deinen Mann vielleicht stört im ersten Moment, das musst du halt dem klar machen, dass du ein Ziel hast, dass du dahin willst. Das sind manchmal Kleinigkeiten, wo man erstmal drauf kommen muss, die dann aber einen riesen Impact haben. Mhm. Oder so Kleinigkeiten, wie ein Tipp für alle, die vielleicht Probleme haben beim Zunehmen, und das haben die auch mit Sicherheit schon mal gehört, ist Shakes zu trinken. Ja? Ob da jetzt Haferflocken reinkommen, was auch immer, Milchshakes sich zu machen. So, und die eine Dame hat zum Beispiel auch immer vergessen, diesen Shake zu trinken. Und was kann ich jetzt machen? Ich kann sie entweder immer wieder daran erinnern oder ich mache einfach den bestmöglichen Weg, um ihr es möglichst leicht zu machen. Und ich sage ihr, stell dir einen Timer, der jeden Abend um 18 Uhr geht und sie denkt dran. Es klingt so banal, aber sie denkt dran und auf einmal hat sie in 2 Wochen 3 Kilo zugenommen und Muskeln aufgebaut dazu. Krass. Durch so einen kleinen Swift Change, weißt du, was ich meine? So Kleinigkeiten sind es manchmal. Und vielleicht noch eine Sache, man muss so ein bisschen die Motivationsparameter verstehen. Ja? Also es gibt 4 Parameter, ohne jetzt auf alle einzugehen. Und es gibt welche, die musst du möglichst hoch halten und möglichst niedrig halten. Zum Beispiel Impulsivität ist einer dieser 4 Motivationsparameter, den man möglichst gering halten soll. Was meine ich damit? Ich erkläre es immer am einfachsten so. Sagen wir, du musst für irgendwas lernen, damals Schulzeit, was auch immer. Und du hast die ganze Zeit dein Handy daneben liegen. Und es ist nicht auf Flugzeugmodus und du kriegst die ganze Zeit Nachrichten und so weiter. Dann bist du impulsiv dazu gedrängt, da drauf zu gucken. Und es kostet so Willpower, es kostet Kraft und Energie, sage ich jetzt mal, das nicht zu tun. Was wäre also der Tipp, den ich dann gebe? Fahr den Parameter Impulsivität runter, indem du Ablenkungsquellen weghältst und das, was dir dient, möglichst nah an dir hältst. Bezogen aufs Essen könnte das dann zum Beispiel sein, was ich oft empfehle ist, hab ein paar Snacks vorbereitet. Die sind einfach im Kühlschrank. Und wenn du dann nach Hause kommst nach der Arbeit und müde bist und eigentlich gar keine Lust mehr zu essen hast, dann wirst du vielleicht nicht die Energie haben zu kochen, aber du wirst sehr wohl die Energie haben, einmal zum Kühlschrank zu greifen und den Snack zu essen. Du hast diesen Parameter Impulsivität zunutze gemacht und da gibt es mehrere von. Ja, es war auch schon mal sehr interessant, jetzt zu erfahren, wie du arbeitest, wie du Struktur in das Leben der Leute bringst, sozusagen im Sinne der guten Ernährung. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen zur Ernährung allgemein. Es gibt ja so ein paar Ernährungsmythen zum Beispiel, angefangen bei Veganismus. Ja, also mich würde einfach mal interessieren, wie du zu veganer, vielleicht vegetarischer Ernährung stehst und zu einem gewissen gesunden Fleischkonsum. Ist natürlich auch wieder so ein relativ kontroverses Thema, wobei man merkt, das wirst du mit Sicherheit auch gefühlt haben, so in den letzten Monaten und Jahren, dass das schon eine Bewegung ist. Ja, das ist kein Trend, vegan sein, was kommt und abflacht, sondern ich sehe das so, dass das Zukunft hat, dass immer und immer mehr Leute vegan werden und dass das auch gut so ist. Ja? Sowohl, du hast mich jetzt gefragt, vegetarisch als auch vegane Ernährung, ich sehe beides sinnvoll, aber ich glaube, dass es vielleicht... Kurze Parade da draußen. Ich glaube halt, dass man ein bisschen schauen muss, wie man das angeht. Ja, also es gibt vegane Ernährung, die ist sehr sinnvoll und es gibt vegane Ernährung, die ist ein bisschen kritisch zu betrachten. Ja, wenn jetzt jemand sagt, er ist vegan, ernährt sich aber nur von Chips, ist auch vegan, das ist gefährlich, du wirst schnell Mangelerscheinungen haben. Ein Thema, was jeder vielleicht, der sich mal kurz mit Veganismus beschäftigt hat, gehört hat, ist Vitamin B12. Ja? Vitamin B12 ist etwas, was du faktisch nicht als Veganer bekommst.
Ausnahme Mikroalgenöl, aber das ist ja auch schon wieder selber hergestellt. Du wirst nicht Algen essen und auf dein. Klar. So. Das heißt, viele vegane Gegner sagen jetzt, wenn es vorherbestimmt wäre, dass der Mensch vegan sein soll, warum kriegt er dann nicht alle seine Nährstoffe? In dem Fall, wie gesagt, B12 ist das Kritische. Was ich aber dazu sage und was auch viele andere Wissenschaftler mittlerweile sagen, ist, das ist so ein bisschen das, was man als naturalistischen Fehlschluss sieht. Dass man denkt, dass alles, nur weil die Natur es so macht, richtig ist und alles, was synthetisch oder künstlich ist, schlecht ist, per se. Das ist nicht so. Das ist einfach nicht so. Es ist dem Körper relativ egal, ob er sein B12, für alle, die das nicht wissen, das ist vor allem in tierischen Produkten, in Leber, in Fleisch, auch in Eiern so ein bisschen, aber wie gesagt, als Veganer hast du das alles nicht. Dem Körper ist es egal, ob du das B12 durch das Fleisch isst oder in deinen Körper bekommst oder ob du es synthetisch oder aus Mikroalgen herstellst und dann zu dir nimmst. Das ist dem Körper egal und das ist nur so eine Denkweise, die da so ein bisschen der ganzen Sache im Weg steht. Das heißt also, auf Fleisch zu verzichten hat schon seine Vorteile. Das heißt, für den Körper und auch für Umwelt und Natur. Wenn man jetzt aber nicht ganz auf Fleisch verzichten möchte, weil man das einfach mag und weil man auch einfach irgendwie das nicht kann und das nicht möchte, wie oft sollte man denn dann Fleisch essen? Und gibt es da so eine Art gesundes und ungesundes Fleisch? Ich denke, es ist utopisch zu sagen, dass die ganze Welt irgendwann vegan sein wird. Ich sage nur, dass es mehr wird. Grundsätzlich würde ich empfehlen, dass man, wenn man Fleisch isst, auf ein paar Sachen achtet. Und da sind wir auch schon beim Thema Nahrungsergänzungsmittel, wo man dann vielleicht mal das erste Mal so ein bisschen nachhelfen kann. Wenn du dann doch jemand bist, der relativ viel Fleisch isst, dann wirst du merken, dass du, ich habe es eben schon mal angesprochen, relativ viel Omega-6 zu dir nimmst. Ja? Wo ist das drin zum Beispiel? Zum Beispiel in Fleisch. Auch in manchen Pflanzenölen ist das drin. Das ist negatives Fett. Es ist nicht, der Körper braucht beides. Wie gesagt, niemals bei Ernährung, ganz wichtig, niemals gut, schlecht, sondern das Verhältnis macht. Aber es ist halt so, man sagt, das Verhältnis von Alpha-Linolensäure zu Linolsäure, das ist, also Linolsäure ist das Omega-6, das andere ist das Omega-3, sollte so 1:5 sein. Mhm. Also die Omega-6-Fettsäuren wirst du immer mehr haben, das ist auch okay so, aber das Verhältnis sollte nicht mehr als 1:5 sein. Bei vielen Menschen, wenn du das mal testen würdest, die sind bei 1:20, zu 30, zu 40, zu 50 teilweise. Ja, das heißt, die haben viel mehr Omega-6. Was passiert? Entzündungsprozesse im Körper entstehen. Ob das jetzt Hautkrankheiten sind oder Kopfschmerzen oder trockene Haut, das kann alles sein, Neurodermitis. Also es kann in ganz verschiedene Sachen dann münden. Und da muss man vielleicht drauf achten, wenn du Fleisch isst, musst du vielleicht mehr Omega-3 zu dir nehmen. Und wenn ich jetzt sagen würde, wie oft würde ich Fleisch essen? Vielleicht 2-mal die Woche. Und wenn du fragst, was für ein Fleisch, dann würde ich nicht das billigste Fleisch nehmen, ist vielleicht logisch, aber man muss auch sich überlegen, warum das so ist. Einmal moralisch, ja, wie die Tiere da gequält werden, ist halt schon... Dicker. Das sehe ich ganz genauso, wenn Fleisch bei Aldi so günstig oder günstiger ist als Hundefutter, Dicker, da kann doch was nicht stimmen. So, sei mal ehrlich, da kann doch. Ich verstehe auch nicht, wie Leute wirklich denken können, das sei normal. Da müssen ja so viele, da müssen Menschen von leben, da müssen die Tiere von gefüttert werden. Irgendwo muss ja da in dieser Kette müssen ja Abstriche gemacht werden. Da braucht man sich ja nicht zu wundern, wenn dann in diesen Fleischhöfen die Leute alle Corona bekommen, wenn die da irgendwie sonst wie Gastarbeiter die dann in zusammengefälschten irgendwelchen Hütten leben. Ne? So, und selbst. Wenn du komplett aus egoistischen Gründen handelst, würde ich es trotzdem dir nicht empfehlen, weil da sind natürlich, weil die Tiere so schnell krank werden, wenn die auf so engem Raum leben, Antibiotika und andere Medikamente ohne Ende drin, die nimmst du auf. Und Leute unterschätzen, was sowas langfristig mit dir macht. Du wirst nicht krank, wenn du mal ein Billighähnchen aus dem Aldi isst, aber wenn du es jahrelang isst, dann wirst du krank, dann wirst du da Folgen von haben. Das kann so weit gehen, dass du so resistent gegen Antibiotika bist, dass wenn du mal eine Lungenentzündung hast und es brauchst, dass es nicht mehr wirkt oder kaum noch wirkt. Das ist wirklich so. Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, Fleisch in Maßen essen und dann, wenn, ein bisschen mehr Geld investieren, gutes Fleisch kaufen und das eher zu so einer Art, zu so einem Event machen schon fast. Ja, wenn man Fleisch isst, dann kann man das auch wirklich genießen. Man muss es aber auch einfach nicht jeden Tag, wie es ja in unserer westlichen Welt schon fast üblich ist, jeden Tag irgendwie Fleisch zu essen, das ist ja normal. Wenn ich mit meinen Großeltern spreche, das war ein Fest, wenn die mal einmal die Woche oder einmal im Monat irgendwie einen Braten hatten oder so. Ne? Ja, definitiv. Gibt es denn einen,
Also diese Dokumentation auf, ich glaube, Netflix oder Amazon, die ich vor ein paar Tagen geguckt habe, die ging fest davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen Krebs und Fleisch gibt und einen Zusammenhang zwischen Fleisch und wie heißt nochmal die Zuckerkrankheit, Diabetes. Diabetes gibt. Du musst Folgendes beachten. Ich will die jetzt nicht namentlich nennen, aber diese Doku, die du geschaut hast, ist sehr biased. Ne? Die ist sehr pro-vegan. Es gibt da ein bisschen neutralere, die kann ich, denke ich mal, ruhig nennen. Die heißt The Game Changers, heißt das, glaube ich. Ist relativ neu, von 2018 oder 19, was auch natürlich pro-vegan ist, aber es ist ja auch okay. Sie stehen ja auch was dafür. Ja? Es ist ja auch moralisch, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Wenn man sich mit einem Veganer unterhält und selbst wenn du komplett dagegen bist und sagst, ich möchte mein Fleisch essen, es schmeckt mir gut, moralisch kannst du dieses Gespräch nicht gewinnen. Das ist einfach so, meiner Meinung nach. So, wenn du jetzt sagst, solch eine Doku geht sehr extrem dagegen, kann ich nur sagen, versuch ein bisschen diese Balance da zu finden. Ja, Fleisch macht dir nicht, also du wirst nicht unbedingt Krebs bekommen, wenn du Fleisch isst. Was die meinen ist, vor allem dieses rote Fleisch, Schweinefleisch und so, das steht schon in deinem Verdacht, dass das krebsfördernd ist. Man muss aber immer eine Sache betrachten, wenn eine Studie beweist nichts, das ist wissenschaftlich kommuniziert falsch. Eine Studie gibt Hinweise drauf, belegt, ne, solche Begriffe hörst du. Wenn jemand sagt, das ist bewiesen, ist das Schwachsinn. Man kann Studien ja im Endeffekt auch immer so auslegen, wie man es gerade für seine Zwecke braucht, ne? Komplett selektiv. Du kannst gewisse Literatur dir anschauen, die in eine Richtung geht und kannst dann dich nur auf diese Literatur, verstehst du? Da werden manchmal gar nicht so Interessenskonflikte und gegensätzliche Ansichten betrachtet, weil man halt eine Message rüberbringen will. Und dann schaust du dir diesen Bereich eben weniger an als den. Das ist normal, ja? Da muss man halt drauf achten, nur weil es eine Studie gibt, ist das nicht gegeben. Das ist nicht Tatsache. Solche Dokumentationen wollen, wie gesagt, eine Message rüberbringen. Und deswegen sagen die Sachen, die vielleicht ein bisschen zu extrem, zu direkt in eine Richtung formuliert sind. So Macht würde ich sagen. total Sinn, sich von der Doku ein bisschen was zu holen, von dem Text, den man mal gelesen hat. Das ist ja auch so, wie man sich sowieso bilden sollte, ne? Mal ein Ja. bisschen was davon, ein bisschen was davon, dann seine eigene Meinung bilden. Ich glaube, eine Doku hat nie die ganze Wahrheit und die andere Doku hat auch nie, sage ich mal, irgendwie, das ist nicht alles schlecht, was die andere Doku sagt. Ich glaube, es ist alles so ein Fünkchen Wahrheit drin, aber man muss natürlich verstehen, wie du auch schon sagst, ne? Was will der Produzent mir da gerade vermitteln, ne? Eben. Ja. Was ich auch sehr interessant finde, ist gerade in unserem Alter oder in unserer modernen Welt, sage ich mal, wo viele sich sehr mit Fitness beschäftigen. Das heißt ja eigentlich verrückt, weil wir einen Teil der Gesellschaft haben, die immer dicker und ungesünder werden und einen anderen Teil, der sehr diesem Fitnesstrend ja auch verfallen ist. Das heißt, das ist ja eigentlich, könnte man ja sagen, das ist sehr gut, ne? Dass die Leute, die achten auf ihren Körper, die Fitnessstudios boomen alle. Jetzt habe ich aber zum Beispiel vor kurzem erst auch mit einem Sport- und Ernährungsexperten gesprochen, der unter anderem eben Sportkurse gibt und der auch wirklich ein fundierter Profi ist. So, ja? Das heißt, der arbeitet wirklich tagtäglich mit jungen Leuten zusammen und der meinte halt, ja, Sebastian, du wirst lachen. Gerade die Leute, die hier muskelbepackt ankommen und mir erzählen, die essen 5000 Kalorien am Tag, die können nicht mal 10 Minuten am Stück laufen, ne, im Endeffekt. Und der sagt mir auch genauso, dass diese Leute, wenn die wüssten, dass die 10 Jahre früher sterben als jemand, der normal Sport betreibt, ja, und sich einfach fit hält, gesund hält, und normal isst, dann würden die, glaube ich, nicht so stolz darauf sein, dass die ihre 5000 Kalorien packen. So, und das hat mich erstmal so, das hat mich ein bisschen geschockt, weil ich mir dachte, krass, also ich meine, die Leute, die ja wirklich diesen Fitnesssport ausüben in dem Sinne und ihre Ziele da erreichen, auch da wirklich krass hinarbeiten und so. Also wissen die, dass die im Endeffekt sich da schädigen oder ist das überhaupt so? Wie siehst du das? Viele solcher Bodybuilder-Charaktere, sage ich jetzt mal, leiden halt ab einem gewissen Grad unter so einer mangelnden Selbstwahrnehmung. Ja, wenn du die fragst, bist du breit, bist du gut gebaut, sagen die, nee, das ist noch gar nicht so, wie ich es haben will. Weißt du, was ich meine? Die sehen sich im Spiegel gar nicht mehr so, wie sie sind. Das ist eine komplette Dissonanz. Und was das Problem ist, dass diese Leute
gar nicht die Intention haben, gesund zu sein. Sie wollen nur gut aussehen. Es geht nur um was Äußerliches. Und du kannst davon ausgehen, dass die Leute, die später vielleicht sogar auf der Bodybuilding-Bühne stehen, sagen wir mal, sie sind natural und nehmen nicht noch Anabolika, die es noch schlimmer machen und vielleicht sogar die Organe zerstören und so weiter. Wenn die da mit 6% Körperfett stehen, dass das nicht gesund ist. Dass der Körper seine eigenen Hormone gar nicht mehr bilden kann ab einem gewissen Grad, das ist extrem ungesund. Oder wenn du jetzt sowas sagst wie, da isst jemand 5.000, 6.000 Kalorien. Es ist halt meiner Meinung nach ab einem gewissen Grad gar nicht mehr möglich, solche Kalorienmengen, ich sag mal so jenseits der 5.000, gesund zu essen. Das wird viel zu lange dauern. Wenn du das nur mit Vollkornprodukten zum Beispiel isst, dann hast du so einen hohen Ballaststoffgehalt, den du dir zuführst, dass dein Appetit würde irgendwann nur sagen, es geht nicht mehr. Also was essen die? Weißmehlprodukte, so verarbeitete Sachen, die einfach schnelle, leichte, leere Kalorien, sage ich jetzt mal, haben und kommen dann so auf ihr Ziel. Ist das gesund? Nein, es ist auf jeden Fall nicht gesund. Und nicht nur das, das ist ja nochmal dieser Extremfall von Leuten, die nur ein ästhetisches Ziel haben. Es gibt das Phänomen aber sogar noch so ähnlich mit gesunder Ernährung. Das nennt man dann Orthorexie. Ja, also diese ganzen, wenn du Xi am Ende hörst, das sind oft diese Essstörungssachen. Mhm. Orthorexie ist ein recht neuer Begriff. Also es gibt ja Anorexie, wenn du magersüchtig bist, Bulimie, wenn du zu viel isst und so Fressattacken, sag ich jetzt mal. Und Orthorexie bezeichnet so ein recht neues Phänomen, dass Leute so selbstoptimierend ihre Ernährung anpassen und wenn sie mal was Ungesundes essen, komplett, das belastet diese Menschen. Die sind quasi, das ist wie so eine Zwangsstörung, dass sie immer alle Vitamine perfekt 17 Supplements nehmen, Nahrungsergänzungsmittel vorne und hinten, den Brokkoli 17 Mal am Tag essen. Also das ist schon auch, das ist auch eine Bewegung, wo man wieder sieht, wenn du nicht diese Balance hältst, wird es krankhaft und es ist ungesund. Wie ist das mit Supplements? Also viele schwören ja darauf, die gerade auch in der Fitnessszene, ne, es gibt ja Leute, die haben dann, gehst du bei denen in die Küche, da haben die erstmal so 10 so große, diese runden Dinger da stehen, ne? Diese ganzen Proteindosen, Packungen, nicht nur Proteindosen, alles mögliche, das sind dann so Begriffe, die hören sich an wie irgendwelche Kommunikationsmittel im Raumschiff, so, wo du erstmal gar nicht checkst, was das eigentlich ist, Alter. So, und dann, ich nehme das noch 5-mal am Tag, die haben dann so 10 Pillendosen, die wirklich wie so ein 80-Jähriger mitnehmen. Ja. Und dann ist die Frage, also, braucht man das, hilft das, ist das wirklich zweckstiftend, werden die dadurch breiter, gesünder, besser? Oder sollte man sich das alles natürlich irgendwie aus den Lebensmitteln ziehen? Ich finde, man muss unterscheiden zwischen so Fitness-Supplements und Gesundheits-Supplements. Ja, das sind so zwei, auch marketingtechnisch siehst du, wie die ganz anders werben. 85% der Fitness-Supplements sind meiner Meinung nach wirklich unnötig. Sind einfach wirklich Geldverschwendung. Ja, wenn du dir sowas anguckst wie BCAAs, war eine Zeit lang so im Trend, das sind so Aminosäuren, Valin, Leucin, Isoleucin, die anscheinend auch während dem Training super sein sollen. Das Problem ist, das ist so eine, du fokussierst dich dann auf so einen kleinen Teil, merkst aber nicht, dass ein Protein eh aus den ganzen Aminosäuren besteht. Es ist einfach, es bringt dann vielleicht ein 0,5% und kostet dich aber 30 € pro Dose und ist einfach sinnfrei. Die einzigen Supplements in der Fitnessindustrie, die sinnvoll sind, wo es auch genug Studien zu gibt, ist zum Beispiel Kreatin. Ja, hilft ein bisschen bei der ATP-Synthese, dass du mehr Energie hast, ein bisschen mehr Kraft, 5 Gramm am Tag und es hat einen Benefit, das bringt was. Proteinpulver, meinetwegen, wenn du nicht genug über die Nahrung zu dir nimmst. Ist nicht schlecht, ist auch nicht gut, ist einfach, kann hilfreich sein. Auch als Veganer ist es manchmal ein bisschen schwieriger, an Proteine zu kommen, zum Beispiel. Dann ist so ein pflanzliches Erbsenprotein ganz gut. Aber der Rest, meiner Meinung nach, nicht sinnvoll. Wenn du jetzt die andere Sparte dir anguckst, die gesundheitlichen Supplements, sowas wie Vitamine, Multivitamintabletten, aber auch so Magnesium und Zink und so weiter. Da muss man immer schauen, wenn das erste Mal, ich weiß noch, als ich ganz klein war und das erste Mal gehört habe, dass es Multivitamintabletten gibt, da dachte ich mir, warum soll ich denn jetzt noch irgendwas gezielt essen, wenn eine Tablette das hat? Und das ist das Gefährliche, weil du isst ja trotzdem deine Nahrungsmittel und hast gewisse Level an Vitaminen, an Mineralstoffen, relativ hoch vielleicht. Mhm. Und wenn du die dann noch zusätzlich einnimmst, sind die vielleicht in einem Upper Level, nennt man das, ja, so zu hoch. Und auf der anderen Seite, was man auch bedenken muss, wenn du Vitamine nimmst, ein Lebensmittel, wenn du eine Frucht oder sowas isst, ein Gemüse, was auch immer, was es jetzt sein mag, da sind ja immer noch sekundäre Pflanzenstoffe und sowas drin. Das hast du in diesen Vitamintabletten gar nicht, weißt du? Das heißt, nur weil du das Vitamin extrahiert, synthetisch herstellst und es zu dir nimmst,
Und sagen wir mal, die Bioverfügbarkeit ist dann noch gut. Das ist nämlich auch immer so eine Sache. Manches kommt gar nicht so richtig da an, wo es ankommen soll. Selbst wenn man das alles mal beiseite schiebt, dann hast du immer noch das Problem, dass Lebensmittel noch ganz viele andere Inhaltsstoffe hat, die so Vitamine gar nicht dir geben können. Aber ich sage trotzdem, es ist schon sinnvoll, hier und da vielleicht mal Omega-3 so zu sich zu nehmen, wenn du weißt, du bist Veganer, nimm B12 definitiv und so weiter und so fort. Es kann nicht schaden, es kann, wobei, das muss ich zurücknehmen, bei fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K wird es gefährlich, weil der Körper kann die nicht so schnell abbauen. Ja, wenn du, Beispiel, wenn du jetzt einfach Vitamin-C-Tabletten zu dir nimmst, dann scheidet der Körper das recht schnell renal über die Niere, über das Urin wieder aus. Wenn du aber ganz hoch dosiert Vitamin A oder D zu dir nimmst, das hat auch Folgen. Das hat Symptomatiken, die sind nicht ohne. Das heißt eine Vitaminüberdosis oder was? Eine Überdosis, ja. Krass. Zum Beispiel, woran merkt man das? Ich versuche mal so Beispiele zu finden. Eine schwangere Frau darf wirklich nicht das ganze erste Jahr Leber essen. Warum darf sie das nicht machen? Weil dann die teratogene Gefahr, so nennt man das, von der Vitamin-A-Überdosis, ja, das passiert ab 25.000 Milligramm, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ist ganz schnell erreicht. Und so das hat dann auch Folgen für den Fötus, ja, für das kleine ungeborene Kind. Also da muss man aufpassen, vor allem bei fettlöslichen Vitaminen. Das ist schon mal sehr, sehr interessant. Ist es denn so, dass diese künstlich hergestellten Vitamine, Proteine, Aminosäuren, die man dann in Tablettenform zu sich nimmt, dass die aber trotzdem in einem gesunden Maße real sind, also wertvoll sind für den Körper? Ich habe auch mal gelesen, dass gewisse Supplements auch krebserregend sind, weil die gar nicht, also gerade auch bei Vitaminen, weil die gar nicht von dem chemischen Aufbau her gar nicht so aufgebaut sind wie echte Vitamine. Das heißt, die können gar nicht andocken. Die können gar nicht an den entsprechenden Zellen andocken. Naja, es ist so, es gibt komplexere Moleküle. Zum Beispiel B12 ist tatsächlich ein riesiges Molekül, wenn man sich das mal anguckt, eine riesige Strukturformel. Da hatte man schon jahrelang Probleme, das möglichst, sage ich mal, natürlich und so zu produzieren, synthetisch herzustellen, dass der Körper es gut aufnehmen kann. Grundsätzlich geht das aber schon. Worauf man vielleicht immer noch achten sollte, ist zum Beispiel ein Beispiel. Ja? Frauen haben ja oft, wenn sie auch ihre Periode haben, einen Eisenmangel, weil sie ja Blut verlieren. So. Frauen wird empfohlen, teilweise dann Eisensupplements zu nehmen. Jetzt muss man aber beachten, dass zum Beispiel die Bioverfügbarkeit variiert. Ja? Tierisches Eisen, wenn du zum Beispiel Fleisch isst, wird so zu 20% absorbiert, pflanzliches nur zu 5%. Das heißt, Veganer haben da auch wieder einen kleinen Nachteil. Was kann man aber machen? Und das könntest du auch zum Beispiel dann, wenn du jetzt selber Supplementhersteller bist, für ein Eisensupplement oder so, nimm Vitamin C dazu. Das erhöht die Bioverfügbarkeit wirklich deutlich, um einige Prozent auf jeden Fall. Das sind so Sachen, auf die man achten soll. Sonst kann man schon sagen, dass die Supplements wirken, ja, je nachdem. Es gibt aber wahrscheinlich auch Qualitätsunterschiede, ne? Ob du jetzt ein Supplement irgendwie kaufst für ein paar Cent oder für ein paar Euro, das ist wahrscheinlich auch ein Unterschied. Was würdest du abschließend sagen für Leute, die sich nicht so wissenschaftlich damit befassen können, die vielleicht auch gar nicht so die Ahnung haben, die aber trotzdem sich jeden Tag ein Stückchen besser ernähren wollen? Was ist so eine goldene Regel? Gibt es eine Grundregel, an die sich jeder halten kann? Schwer in einem Satz zusammenzufassen. Ich würde aber mich mit den Grundlagen ein bisschen beschäftigen, dass man mal so einfach gelesen hat, was sind denn diese Top 10 Empfehlungen, die die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel, macht, dass man die einfach mal gelesen hat. Manchmal reicht es schon, so Sachen zu lesen, um sie zu verinnerlichen. Willst du mal drei davon nennen? Zum Beispiel die wichtigste, das ist schon die allerwichtigste, 5 am Tag, dass du einfach Gemüse und Obst 5-mal am Tag in Portionen verteilt isst. So, das ist einfach eine Basic-Regel, die jeder einhalten kann. In Abwechslung, also mal irgendwie eine Möhre, mal irgendwie ein Brokkoli. Oder genau, ich glaube, das wird sogar indirekt in den Regeln mal erwähnt. Einfache Metapher, Regenbogen, dass man die Farben mal durchgeht. Ja, weil eine Paprika ist nicht ohne Grund rot oder gelb oder was auch immer. Die Farbstoffe, die da drin sind, die haben auch gesundheitliche, das sind alles sekundäre Pflanzenstoffe, die auch gesundheitliche Benefits haben. Ja, Carotin, warum ist das orange? Ja, ist auch, warum sind die Sachen so? Die haben einen Grund, und da die Farben zu wechseln, ist von der Natur schon so vorgesehen, dass du dich dann automatisch ausgewogen ernährst. Wenn du grüne Sachen isst, hast du viel Folsäure. So, das kann man sich einfach merken. Und bezogen das jetzt auf das Gesundheitliche, da muss man einfach mal so ein bisschen sich einen Überblick machen, und dann klappt das aber auch schon.
Und wenn du jetzt ein Ziel hast von wegen zunehmen oder abnehmen, da ist eigentlich die wichtigste Regel am Anfang, dass du, wie geht das Sprichwort, wer zwei Hasen jagt, fängt keinen. Leute versuchen zu viel auf einmal. Weißt du, sie wollen das und das und Muskeln aufbauen und jetzt will ich noch alles optimieren. Eine Sache nach der anderen. Ja? Im Englischen nennt man das den Bottleneck. Ja? Wenn du eine Flasche hast und du kippst die aus, kann das Wasser immer nur so schnell rauslaufen, wie der Flaschenhals es zulässt. Ja? Und der Flaschenhals ist jetzt die Metapher sinnbildlich dafür, für das größte Problem, was du gerade hast. Das Erste, was du mal beiseite schaffen musst, das ist oft zum Beispiel die Motivation, einen intrinsischen Grund dafür zu finden. Indem du den Flaschenhals weitest, fließt es automatisch. Da musst du dich um die anderen Sachen gar nicht mehr so kümmern. Das ist wie so ein Selbstläufer. Mhm. Also nicht zu viel auf einmal machen und sich mit den Grundlagen mal so ein bisschen auseinandersetzen. Und dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, meine goldene Regel, die ich aus allem, also in der Vorbereitung, wie gesagt, zu diesem Interview habe ich mir so viel angesehen und man wird verrückt vor diesen ganzen Gesundheitstipps und so. Und ich habe mir am Ende einfach gedacht, alles in Maßen essen. Alles in Maßen essen, ein bisschen davon, ein bisschen davon. Nicht übertreiben mit dem einen, nicht untertreiben mit dem anderen. Ist das auch so eine Einstellung, mit der ich gut durchs Leben kommen würde? Ich sag mal so, ja, würdest du. Du würdest schon 70% besser machen als die meisten. Aber man kann schon hier und da so ein bisschen Feintuning betreiben. Ja. Wenn du jetzt möglichst dein Immunsystem noch stärken willst. Ja, ist ja die Frage, willst du 90 werden oder willst du 80 werden? Mhm. Das kannst du natürlich nicht beurteilen oder beeinflussen. Du kann auch sein, dass du mit 50 an irgendwas stirbst, wo du gar nicht mit gerechnet hast. Ja, das passiert. Kann Gesundheit eigentlich, also die Ernährung kann eigentlich, kann die Ernährung die Gene schlagen? Also man ist ja vieles ist ja auch schon vorprogrammiert in uns. Ne? Wir wissen nicht, ob wir irgendwie Krebs vorprogrammiert sind oder dass die Adern irgendwann zugehen. Ja, es liegt auch natürlich zum großen Teil auch tatsächlich an den Genen, aber können wir da entgegensteuern? Ja, also es gibt auch viele Theorien. Es gibt ja auch ein ganz eigenes Gebiet in der Wissenschaft, die Epigenetik. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Du kannst maßgeblich durch deine DNA verändern. Das geht wirklich. Es gibt sogenannte Epithelzellen. Das ist relativ neue These, ist das auch, ne? Genau. Deswegen ja, auf jeden Fall. Und allein wenn du so Sachen siehst wie, sagen wir mal, in deiner Familie liegt die Disposition, Krebs zu bekommen. Die Familie hat oft Darmkrebs oder was auch immer, irgendeine Art von Krebs, dann würde ich nicht einfach sitzen und warten, bis es passiert, sondern würde zum Beispiel meine Antioxidantien hochfahren. So als eine Maßnahme, es gibt das jetzt eine von 10 Sachen, die man machen kann, nimm mehr Antioxidantien. Ja, Antioxidantien sind das, was diesen oxidativen Stress im Körper, so es gibt da die sogenannte Lipidperoxidation, dass so Kettenreaktionen passieren durch freie Radikale und das unterbindet das so ein bisschen, ne? Das stoppt diese Kettenreaktion. Das ist ein maßgeblicher Grund, warum du dann weniger prädestiniert dafür bist, Krebs zu bekommen. Du kannst auf jeden Fall deine Genetik beeinflussen auf der einen Seite und selbst wenn du es nicht könntest, und wie gesagt, man kann es zu einem kleinen gewissen Grad, dann nimm doch das, was du hast und mach das Beste draus. Ist ja dumm, ist nicht. Verstehst du, was ich meine? Wenn es vor dir liegt, nimm's doch. Ja, alles tun dafür und wenn am Ende was da rauskommt. Ohne dass es in den Zwang läuft. Ja. Das ist das, was ich jedem empfehlen würde. Ey, sehr, sehr cool. Ich bin dir dankbar, dass du heute da warst. Ja. Ich persönlich habe wieder sehr, sehr viel gelernt. Ich hoffe, ihr zu Hause habt auch viel gelernt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Ob ihr vielleicht selber Vegetarier seid, warum ihr Vegetarier oder vielleicht sogar Veganer seid. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie viele Leute sich vielleicht überhaupt darüber Gedanken machen. Vielleicht seid ihr auch Leute, die einfach leben wollen, jeden Tag einfach nur das essen, was euch schmeckt. Ja, mich interessiert das. Packt es mal in die Kommentare, abonniert bitte gerne diesen Kanal. Es werden einige spannende Themen noch kommen, einige spannende Persönlichkeiten. Und genau, ja, vielen Dank nochmal an André. Gerne. Und bis zum nächsten Mal.